Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Beim letzten Mal waren wir ja dabei, diesen Kochofen zu bauen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben diese Cookbooks, ich hoffe, die reichen jetzt. Und wir haben hier hoffentlich noch einen Platz. 1, 2, 3. Nein, doch, sie reichen. So, 3x3 Block. Und jetzt braucht man einen Hammer, einen Engineering Hammer. Engineering Hammer, wo haben wir den? Hier haben wir einen Tinkers Hammer. Ist der Tinkers Hammer? Ich glaube ich. Nee, der ist es. Holzslabs und Iron. Kriegen wir hin. Haben wir noch Holzslabs fertig? Nein, sieht nicht so aus. Doch hier. Entschuldigt. Und Eisen. Damit hauen wir jetzt mal dagegen und bekommen unseren Kochofen. Und der Vorteil an diesem Kochofen ist, wir müssen uns nicht mehr, auch wenn ich jetzt schon wieder hier gemacht habe, das Zeug per Hand machen, sondern wir können uns jetzt die Kohle da reinpacken, die ich nicht mehr habe. Und dann kriegen wir nämlich dieses Purified Water. Ach ne, nicht Purified Water, sondern dieses andere automatisch. Also wir kriegen dann hier Coke raus und das können wir dann wiederum anders verarbeiten. Dauert allerdings ein bisschen, ne? Also es geht jetzt nicht so. Wir müssten uns dann auch noch ein paar Tanks bauen. Den Tank, hier haben wir einen Tank. Rubber und Glas. Rubber machen wir aus Sand, pulverisiertes Kohldust. Okay, dann können wir das Zeug nämlich wieder verwenden. Und zwar, nein, hier nicht, also schon hier. So. Kann ich gleich nicht, nee, kann ich nicht. So, dann machen wir uns damit Milchtanks. Auch habe ich überlegt, ob wir eine zweite Ebene reinbauen. Langsam ist es hier etwas sehr eng unten. So, damit wir eigentlich auch mehr Platz brauchen. Dieser Kochofen haben wir jetzt. Es gibt noch einen anderen Ofen, den wir definitiv brauchen werden. Aber den ich jetzt noch nicht mache. Tank. Aber Sand haben wir und Rosinen. Rosinen kriegen wir über. Okay, aus der Traum. Wird nichts. Nicht so mit dem Tank. Weil wir nicht an Rosinen kommen. Also an Rosinen schon, aber nicht an. Ähm.
gerade nicht so Problem. Rosinen machen wir aus Clay. Ach ja, hier. Dieses Sub. Diesen Sub kriegen wir nicht hin. Den kriegen wir nur aus irgendeinem Sägewerk. Da brauchen wir Lunium. Kriegen wir erstmal mixen können. Okay, dann halt erstmal nicht. So, wie hören wir hier? Ein Bucket haben wir schon voll. Geht sogar eher ein bisschen langsamer, glaube ich. Ein Apfel mehr wäre gut. Haben wir hier noch einen Apfel? Sehr voll ist. Aber den brauchen wir nicht. So, wir haben den Kochofen auf jeden Fall. Da ich gerade nicht speichern kann. Fallen, was ich bauen wollte. Ja, sollte ich mal nicht speichern, wenn ich wieder kann. Abgeschalten habe und wieder speichern. Genau, da haben wir es doch wieder. So. Wie könnten wir das schon machen? Und zwar in. Brauchen wir die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Und die Schrauben gelassen. Dieses Kohlfang, um überhaupt erstmal voranzukommen. Haben wir jetzt zwei Eimer drin. Und dann hätten wir, sagen wir mal, drei Storage Boxen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber wir hätten erstmal drei.
die wären incoming. Jetzt müssen wir gucken. Ja. Ich finde dich schon wieder nicht. Das nervt langsam sehr. Wir könnten mal hier oben. Die hier drin haben. Also das ist Ember, ne? Big Ember, ja. Matura. Hier sind noch andere Portale mit drin. Sehe ich gerade. Jetzt doch mal zwei. Da haben wir sie doch. So, wir haben einen Stalker, brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Signalium für ein Signalium machen wir uns. Nehmen wir die Ratte füttern und die Ratte füttern wir mit Kupfer, Silber und Redstone. Kupfer, Silber und Redstone. Wie soll ich damit die Ratte füttern? Das Ding jetzt schon hin. Terminal brauchen wir auch, ne? Security Box brauchen wir nicht. Storage Core. So, hier wollen wir. Smeltery. Kann man noch bestimmt genau alles pulverisieren. Silber, also Silber und Kupfer pulverisieren. Kupfer haben wir hier und Silber müssen wir auch hier haben. Tin, Nickel, Silber und wie schon bekannt durcharbeiten lassen. Ah, ich habe mir das einfacher vorgestellt.
komplett noch ein paar Boxen bauen. Also wir werden das Ding dann komplett nach oben bauen. Das werde ich aber nicht im Video mehr machen, weil das dauert. Na, etwas, das alle zusammen zu craften. Das sollte ich allerdings morgen im Video dann fertig haben. Fertig. Ich weiß nicht, ob dreimal Silber reichen. Storage Core. Was habe ich von hier auch noch? Ja gut, wie sollen wir die denn machen? Aber ich glaube, Aluminiumplatz kann uns die Ratte machen. Ein paar zumindest. Hallo? Schön, dass du da bist. Graphitbahn? Warum hast du Graphitbahn in der Schnauze? Die macht uns Aluminium. Ja, die macht uns diese Aluminiumplate. Das ist schön. Gut, ich möchte jetzt nicht wissen, wofür ich Graphit brauche. Auch die kommen gerade nicht aus dem Weg. So, wie gesagt, wir brauchen Signalium. Signalium war. Ein Kupfer, ein Silber. Könnte man das nicht hier? Ich glaube hier. Kupfer, Silber und Redstone. Da gibt es 6 Signale. Wir brauchen definitiv mehr. Silber. Silber. Auch die Frage, ob man das automatisieren könnte. Also, dass da automatisch der User dran dreht. So, ich hoffe, die Waschmaschine ist nicht allzu laut. Ich kann momentan nämlich den Sound nicht bearbeiten. Könnte ein bisschen knapp werden. Packen wir mal da rein gleich. Weil die Frage ist, ich will nur einen rausbauen. Jetzt dreht meine Waschmaschine frei. Ach man.
Sirene gemacht. Also wie sollten sich die machen? Ein Blacksmith, den perfekt. Entschuldige bitte, wo willst du hin? Chili Willi ist unterwegs. Wir wollen zweiten. So, was braucht man noch? Aluminiumwire und Redstone-Wirekohlen. Wie machen wir uns die Aluminium-Wires? Okay, die machen wir uns in einen Engineering, bla bla. Dafür haben wir hier schon was vorbereitet. Also vorbereiten lassen. Danke, Ratti. Davon hätten wir jetzt 19, das fehlt uns noch. Nichts, wir brauchen. Ja, tut gut. Wie weit seid ihr denn hier? Oh, da ist mal richtig satt drinne. So, ich entschuldige schon mal die Störung der Waschmaschine. Die hast mich heute. Wow, ich muss gesagt haben, also. Einmal in Mitte noch? Nö, er hat drin stehen lassen. Läuft doch bei mir. Was durchcraften. Das geht nämlich jetzt ganz easy. So, wir brauchen Slabs. So, ein bisschen Platz machen im Inventar, weil es ist nicht schön, wenn voll. Holz, Wehr und Dicks. So, die Sticksy hat man sich ja, glaube ich, hier drin gemacht, ne? Nö. Wie macht man die Sticks? Wie war das? Alzheimer, das Grüß. Okay. Das heißt, wir müssen den mal hier rausschmeißen. Und dann machen wir ein paar Sticks. Sind also auch am Start und dann müssen wir das nur noch zusammenkraften. Wir brauchen Redstone. Ach, habe ich schon wieder nicht. Okay, ich glaube, in den nächsten Folgen werde ich definitiv cutten. Wir können gleich noch eins machen. Also das Grüßen. Hier. Sonst craften wir jetzt zusammen mit diesen Aluminium-Wires. Also auch zwei.
waren zum Glück nur ein Chor. Dann wo war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Von den Platten fehlt ja die Dingsräder fehlen. Ich glaube, das war Engineering Block, ne? Der Chor ist da. Und da können wir jetzt schon mal Items reinpacken. Was wir noch nicht machen können, ist craften und suchen. Aber wir hätten jetzt erstmal so weit, dass wir die Dinger da reinpacken können und wir unsere Ruhe haben. Gut, es passt noch nicht viel rein. Wie gesagt, das mache ich nachher definitiv noch. Aber das mache ich dann ohne euch, weil meine Zeit ist eigentlich schon wieder fast vorbei. Aber ja, wir haben jetzt im Endeffekt haben wir jetzt erstmal sowas wie ein ME-System. Wie gesagt, es wird nachher noch von mir vergrößert. Ist, dass man halt jetzt sagen kann, oder auch man sieht, wie viel hat man von was. Ja, wo liegt was? Es gibt dann noch diese Suchbox, die ich, weiß ich noch nicht, entweder im Spree mache, im Video mache, oder auf Video mache, je nachdem. Das werden wir dann sehen. Und es gibt noch so eine Art Crafting-Box. Man kann das ME-System richtig schön nach seinen Wünschen anpassen. Gut, man kann im Endeffekt nicht alles drin craften, sondern nur die Standardrezepte von Minecraft. Aber ja, gut. Was soll's. Ja, meine ganze Folge braucht, um zumindest das Standard erstmal zu machen. Wie gesagt, ich mache das definitiv vergrößern. Ist sogar fast voll. Aber ist alles drin, ne? Ich weiß nicht, ob es 7000 Items oder. Ja, noch müssen ja 7000 Items sein. So, wenn das ein Quest war, dann müssen wir den ganzen Mist nochmal abbauen. Direkt um die Itemzahl. Aber wie sagt man das nachher? So oder so noch ein bisschen vergrößere. Ist es ideal, wie viele Items wieder reinhauen. Ne? Der Vorteil ist, wir kriegen schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Und wir fangen gleich mal an. Eigentlich müsste man einen Raum dafür bauen. Hat fast gereicht, ne? Ich überlege gerade, ob man das. Mal hier. Ja, wenn wir das so machen. Wir werden hier doch den Raum abtrennen. Und zwar genau in der Höhe, die wir hier haben. Wie hoch ist der?
machen. Oder ne, Vierer ist besser. Von selben ist wir nochmal von der anderen Seite. So, bauen wir ab. Wir hatten, glaube ich, noch Äpfelfrüchte. Also eigentlich müssen wir nur bis zur der Stelle ranbauen, ne? Bisschen, ja gut, hätte ich eigentlich auch AFK weiterbauen können, aber wenn hier mal dann noch eine Leiter ranbauen, damit wir hier erstmal hoch und runter kommen und wir werden hier oben dieses Sachen sind im Bau. Platz haben wir hier oben erstmal noch, also können so komplett so bauen. Aber wie gesagt, unten haben wir überhaupt keinen Platz mehr. Meint denn hier? Und leck. Oder Absturz, kann ich mal aussuchen. Gut, wir warten mal kurz, bis sich der Rechner erholt hat. Oder auch nicht. Wenn er sich nicht erholt, dann. Und so wie es aussieht, erholt er sich nicht mehr. Gut, dann ist es wieder mal ein kürzeres Video. Kann ich leider nicht ändern. Ich danke euch fürs dabei sein und bin dann mal raus. Ich baue das dann alleine weiter und werde euch dann in der nächsten Folge zeigen, inwiefern wir weitergekommen sind und wie ich es umgebaut habe, damit man mehr Platz hat. Alles klar? Gut, ich wünsche euch dann schöne Feiertage und bin mal raus.